Herzlich willkommen zum neuen Online-Seminar Spiel aus der Dreierkette. Wenn man so die Geschichte des Fußballs so ein bisschen betrachtet, dann ist die Dreierkette eigentlich ein Element, was immer mal wieder so aufgetaucht ist. In den 70er, 80er Jahren, in den 90er Jahren, Ajax Amsterdam gewinnt 1995 die Champions League, auch mit einer Formation, wo hinten mit drei Spielern gespielt wird. Anfang dieses Jahrtausends ist die Dreierkette ja so ein bisschen aus der Mode gekommen. In Südamerika oder anderen Regionen wurde vielleicht noch mit der Dreierkette oder mit Formationen gespielt, die drei Spieler hinten hatten. Aber hier eigentlich im europäischen Raum, gerade in Deutschland, ist die Viererkette modern geworden. Damit ballorientiertes Verteidigen. Und damit ist die Dreierkette eigentlich so ein bisschen außer Mode gekommen. Jetzt vor kurzem hat die Dreierkette so ein kleines Revival erlebt. Das heißt, wir haben Formationen gesehen, in denen zwar mit 4-4-2 zum Beispiel angefangen wurde, aber dynamisch in eine Dreierkette verschoben wurde. Das heißt, es wurde zwar mit einer Viererkette angefangen, aber es wurde zu einer Dreierkette in gewissen Spielsituationen umgebaut. Und dann bei der WM 2014 haben wir dann sogar Mannschaften gesehen, die Niederlande, zum Beispiel auch Chile, die fest mit einer Formation gespielt haben, wo hinten drei Spieler verteidigt bzw. aufgebaut haben. Zum Beispiel 3-4-3 oder 3-5-2. Grund genug, also sich damit mal in einem Taktik-Online-Seminar auseinanderzusetzen. Und das werden wir jetzt tun. Gucken wir uns einmal die Übersicht für dieses komplette erste Seminar an. Da geht es nämlich um die Punkte 1 und 2 hier in dieser Gesamtübersicht. Das heißt, wir werden einmal Grundlagen legen. Es ist ja immer wichtig, auch so theoretische Grundlagen zu haben, um einfach auch in der Praxis dann genau die Fehlerbilder oder genau die guten Bilder wieder erkennen zu können und genau auch zu wissen, okay, das ist jetzt der Auslöser für die Strategie und die wollen wir spielen. Dann gucken wir, um diese Grundlagen dann immer mehr in die Praxis zu führen, in konkrete Spielsituationen. Das heißt, ich habe eine Spielsituation mal rausgesucht, in der wir im 4-4-3-3 spielen, gegen eine 4-4-2-Formation. Und da dann mal Situationen herausarbeiten, wo wir in die Dreierkette gehen, aus dieser Dreierkette Spiellösungen erzielen und dann hoffentlich natürlich auch Tore erzielen. In dem zweiten Seminar dieser Reihe geht es um den dritten Punkt, Praxis-Trainingsform, könnte man auch sagen. Das heißt, das ist das Seminar, wo wir uns dann ausschließlich um die Vermittlung kümmern wollen. Also Trainingsform, wie kann ich die coachen, wie kann ich die verändern, was kann ich überhaupt machen, was sind aber auch die Anforderungen, wo muss ich bei den Trainingsformen darauf achten und. Das ist immer das, was am meisten Spaß macht dem Trainer. Aber jetzt machen wir erstmal das erste Seminar, wo es um taktische Grundlagen und Spielsituationen geht. Ich habe diesen ersten Punkt auch nochmal unterteilt, damit man dem einfach auch gut folgen kann. Das heißt, die Grundlagen sind unterteilt in so diesen großen Block, wie man die Dreierkette bildet. Also es ist ja immer so die Frage, möchte ich die Dreierkette bilden oder spiele ich schon aus der Dreierkette? Wenn ich aus der Dreierkette spiele, dann kann ich vielleicht diese Grundlagen auch weglassen und mir nur die Spielsituation oder die Spiellösung angucken, wo dann die Situation aus der Dreierkette dargestellt ist. Wenn ich das dynamisch herstelle, und das wäre ja dann der komplette Block sozusagen, den ich da abarbeiten will, muss ich diese Grundlagen natürlich legen. Also Bilden der Dreierkette, was bedeutet das? Was bedeutet das für meine Außenstürmer? Was bedeutet das für meine Zehner? Was bedeutet das für meine Stürmer? Weil Dreierkette heißt nicht nur einfach drei Spieler hinten hinstellen. Und jetzt habe ich Dreierkette gespielt. Dann die Frage, wie verhalte ich mich gegen verschiedene Formationen des Gegners? Also wie spiele ich zum Beispiel gegen einen Stürmer? Wie spiele ich zum Beispiel aber gegen zwei Stürmer? Das wird ein großer Block sein. Und was immer auch ganz wichtig ist, wenn ich Strategien erarbeite, in denen es darum geht, Tore zu erzielen, den Ball zu halten und nach vorne zu kommen, muss ich mir auch immer wieder konsequenterweise ins Gedächtnis rufen, was passiert eigentlich, wenn ich den Ball verliere? Bin ich gut abgesichert? Komme ich wieder gut ins Gegenpressing? Wo spiele ich das überhaupt? Wie ist der restliche Block hinterm Ball aufgebaut? Und das ist so der Punkt, den ich mit Restverteidigung kurz ansprechen will. Das ist jetzt kein Riesenseminar über Restverteidigung, aber so die wichtigsten Punkte müssen wir schon anschneiden, wenn wir über die Dreierkette und Herausspielen von Torchancen sprechen. Der zweite Block hier in diesem ersten Seminar sind dann konkrete Spielsituationen. Ich hatte es schon erwähnt. Da geht es dann erstmal konkret, auch mit Animationen, dann darum, wie stelle ich die Dreierkette her? Nochmal in allen Facetten dargestellt. Dann Lösungen aus dem doppelt besetzten Flügel. Das heißt, um das schon mal so ein bisschen vorwegzunehmen, ich habe die Möglichkeit, den Flügel einfach zu besetzen und einen Spieler in den Halbraum zu holen. Das ist der Punkt 2-3, Lösungen Außenstürmer im Halbraum. Oder ich habe aber die Möglichkeit, beide Flügelspieler, also Außenverteidiger und Außenstürmer, auf dem Flügel zu lassen. Und das sind so die beiden Grundsituationen, die wir hier unterscheiden, woraus dann so 2-3 Lösungen jeweils ergänzt werden.